Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, der Skywalker-Kanal. Heute zum Überraschungsvideo, ja. Und so gibt es heute die XXL Special, und zwar die Zeitung mit Splasher oder so. 100 Seiten. Viel Spaß im Video. Ah ja, und ich vergesse es immer wieder zum Schluss. Heute grüße ich den Borussia Punk. Mal hier oder keine Ahnung verlinkt. Es hat viel Spaß im Video. Bäh. Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, der Skywalker-Kanal. Und heute, wie ihr schon im Intro gesehen habt, und zwar die XXL Special, die Zeitung. Genau. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Heute oder gestern, keine Ahnung. Ja, hier hinten nochmal das offizielle Magazin zu Star Wars Rebels. Hier mit Ezra Bridger und so. Genau. Star Wars 100 Seiten mit R2-D2. Hier oben links. Mit zwei Postern. Keine Ahnung, ob ich die aufhängen werde. Ja, dann machen wir erstmal das Ding ab und dann gucken wir uns mal die Zeitung an. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Kann mein kleiner Bruder kriegen. Der hat auch einen Kanal, mein kleiner Bruder. Könnt ihr mal draufklicken. Habe ich nochmal unten in der Videobeschreibung irgendwie, keine Ahnung, drauf geschrieben oder so. Auf jeden Fall Borussia Punk und mein Bruder. Immer verlinkt. Genau, die Zeitung ist geil. Mit den alten The Clone Wars Zeiten, ja. Hier mit Anakin Skywalker, mein absoluter Lieblings-Jedi. Manche haben gefragt, warum mein Kanal überhaupt machen wir dann später auf. Überhaupt Skywalker-Kanal heißt. Das ist einfach nur, weil Skywalker, Anakin Skywalker mein Lieblingsserie ist, und der Kanal klingt irgendwie cool, oder? Der Kanal. Genau, und warte mal kurz. Na. Jetzt finde ich meinen Zettel nicht mehr, wo mein Postleitzahl drauf war, aber egal. Schaut einfach meine anderen Videos an, die mit das Infovideo könnt ihr mal angucken, also wenn ihr mir ein Mail-Date zuschicken wollt. Ja, dann fangen wir mal hier an. Sind hier die ganzen Jedi-Tempelwächter, dann hier noch das Dings, den Wassersplasher und alles. Dann hier, verstehst du, Jabba? Dann hier, Droide mit Titel, Verfolgungsjagd. Anakin, Reavers, genau. Ja, dass überhaupt noch solche The Clone Wars Zeiten gibt, ist ein Wunder. Weil ja jetzt dieses Star Wars Rebels ja erfunden wurde. Ja, dann hier ist nochmal ein Comic. Dann geht der Comic hier weiter. Wenn ihr euch den Comic angucken wollt, dann klickt einfach auf Pause. Comic ganz schön lange. Ich glaube, das ist Grievous hier. Das sieht aus wie Grievous. Keine Ahnung. Genau. Wie lange geht der Comic noch? Das ist, glaube ich, mal als Adventurous hier in der Mitte. Hier nochmal. Uff. Uff. Dann fliegt hier irgendwie runter, kommt hier auf. So, dann hier ist nochmal Grievous. Keine Ahnung, wie der hier aussieht, aber naja. Ist ja halt nur ein Comic, ne? Dann, das habe ich nie verstanden hier. Früher zumindest. Dieses XXL Special gab es lange nicht mehr. Dann hier solche Türaufhänger. Ich habe schon einen Mario Götze als Türaufhänger. Dann hier nochmal, das habe ich gerne gemacht früher. Wortversteck. Das war immer cool. Galaktisches Gitterrätsel. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Bisschen Kindheitserinnerung. Das ist neu hier, das linke. Überwachungskamera, das ist neu. Muss ich mir dann nochmal durchlesen, was es überhaupt sein soll. Ah, hier, dann haben wir nochmal hier Lux von Terry.
Name Lachs von Terry, Spezies Mensch, 1,78, Haarfarbe braun, Augenfarbe blau, Status Senator, Eigenschaften tapfer und intelligent. Lachs mag Ahsoka, obwohl sie politisch unterschiedlicher Meinung ist. Genau. Also wer davon mehr wissen will, einfach die Zeitung kaufen. Ich empfehle euch, ja. Scheiß deutsche Aussprache. Was ist denn hier jetzt los hier? Ist da irgendwie rumgespannt, irgendwie, keine Ahnung. So, dann haben wir hier nochmal findet die Fehler. Dann Buchstaben Chaos. Achso, jetzt wo Zahlenpyramiden. Ach, das habe ich auch gerne gemacht hier. Also sogar in Not. Yeah. Dann wo steckt Lolo Pors? Ach, die alte Futster. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Danke, da komme ich hier weiter. Und Grievous und alles. Yeah. Arg. Verzieh dich, Rosteimer. Aha. Grievous verwandelt sich. Dann hüpfst du. Wer bist du? Sagt Ace Ventress zu Grievous. Aha, interessant. Naja. So, wer bist du? Wer ich bin? Interessant. Ich bin die Zukunft. Arg. So ein kleines Ding, so ein kleines zerbrechliches Ding. Sagt Grievous zu Ace Ventress. Ich geschehe, ich dachte nicht, dass ihr siegt. Mein Sieg stand nie in Frage. Die Körper jetzt in All werfen. Alter! Hecke die in Bagdad. Sonst, aha. Ich gehe davon aus, dass ich den Test bestanden habe. Dann hier so viel Text. Zusammen werfen wir die Republik in die Knie zwingen. Alter! Grievous ist stark. Der Deathwatch. Wow, das sind wirklich viele. Dann ist hier Master Yoda. Hier, mein Lieblingsklon. Five Salter. Yeah. Five Salter, mein absoluter Lieblingsklon. So ein geiler Klonkrieger gab's noch nie. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer euer Lieblingsklon ist. Sondern hier 10 Fakten über die Schwestern der Nacht. Okay. Dann ist hier Hilfe für die Lumen. Wortversteck fand ich immer übelst geil. Dann haben wir hier Schatten der Separatisten, ne? Und über den Deshon Coruscant. Piratendomino. Attentäter gesucht zwar, fand ich auch übelst geil. Dann ist hier rechts noch ein Comic, dann hier Weltraumschlange. Hier ist irgendwie was mit den Klonkriegern, mit den Dings. Ein Kampf, ein Klonkriegsabenteuer. Gleich geht's los. Wartet nicht und so. Boom. Jetzt stockt es wieder hier. Das Internet will heute irgendwie nicht richtig. Naja, egal. Dann hier. Gebt auf. Das kommt etwas. Das kommt etwas, aha. Dann ist hier Plukon. Ja, Sir. Dann hier. Plukon. Ja. Ein Kampf an Jedi. Was hat er gesagt, Sir? Dann hier Jagd auf Mace Windu. Ja, Boba Fett hat ja über hier übst. Rache an Mace Windu, weil er ja in der zweiten Episode seinen Vater getötet hat. So, auf der Suche nach Jedis. Kenne ich auch noch nicht. Scheint auch neu zu sein. Denn hier. Darth Maul, Alter. Geil. Boah. Die Spinne hier, Alter. Oprah findet seinen Bruder auf dem Schrottplaneten Ludminor. Maul ist vollkommen verwahrlost und zerstört und kann sich
kaum an seine Vergangenheit erinnern. Sein Unterleib, der aus Schrott besteht, erinnert an eine Spinne. Oh. Name das Maul. Spätis Zaprak, Größe 2,18 Meter. Boah, das ist groß, Alter. So, Haarfarbe hat er ja keine. Augenfarbe rot-gelb. Status Sith, der ist kein Sith, Mann. Eigenschaften rachsüchtig. Niemand hat damit gerechnet, dass Darth Maul noch lebt. Nochmal zu Status Sith, der ist kein Sith mehr. Weil der gesagt hat in der 5. Staffel, wir sind Fürsten, Verbrecherfürsten. Und damit ist er kein Sith. Finde ich. Dann hier, wer hat das gesagt? Finde ich auch voll cool. Dann deine Meinung ist gefragt. Wie gefallen dir Themen in Hefte? Ja, genau. Dann galaktisches Gitterrätsel, geil. Dann Bilderreihenfolge. Hier die ganzen Biester. The Silo Beast ist mein Lieblingsbeast. Dann hier ATRT. Dann hier die Poster hier rechts. Ah, hier links. Ibis geil, der 3. Staffel. Dann hier mein Window als Poster, dann hier teste dein Wissen. Dann ist hier noch durchgemischt und Sudoku. Kann ich nicht, Sudoku. Dann die ganzen Lösungen brauche ich nicht. Und hier die neue Just Kick It. Finde ich irgendwie. Hier ist Müller als Poster. Geil. Ja, die Zeile gucke ich mir meinen Bruder noch in Ruhe an. Jetzt guck mir nochmal, was das hier sein soll. So ein kleines Unboxing. So, was ist das? Ach. Das ist ein kleines Spritzgerät. Kann man Leute das spritzen? Könnt ihr mal in der Schule ausprobieren oder auf dem Schulhof oder so. Ah. Okay. Verstehe. Kann man das abmachen? Hier das Ding hier. Und hier kann man Wasser reinmachen. Und damit dann Leute nass spritzen. Okay, das war's in dem Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Ja, genau, und dann sage ich ciao, ciao, auf Wiedersehen. Wieder Daumen hoch und bitte meine Worte, wenn ihr mir ein Melde schicken wollt, dann guckt einfach meine letzten Videos an. Das Infovideo und wie mit Junior, ich glaube Hannover hat er gespielt, da habe ich es nochmal gesagt, wenn ihr mir ein Melde zuschicken wollt. Und ja, dann sage ich ciao, ciao, auf Wiedersehen. Bis dann nochmal wegen Let's Play und schaut rein.